Im Namen der Landeshauptstadt München und der DGB-Jugend begrüße ich alle Hinterbliebenen der Todesopfer und die Überlebenden des Oktoberfest-Attentats mit ihren Familien, die heute unserer Einladung gefolgt sind. Ich bin mir bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist, dass es schwer ist, heute hier an den ehemaligen Tatort zurückzukehren. Ich danke Ihnen, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen, Gudrun Lang, Renate Martinez, Robert Höckmeier und Dimitri Lakadinos. Ich danke Ihnen auch, dass Sie es übernommen haben, heute für den Kreis der Überlebenden zu sprechen, und bedanke mich auch bei Frau Pia Berndt, die für die DGB-Jugend sprechen wird. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier mit seiner Frau Elke Büdenbender. Ich begrüße den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, Dr. Markus Söder. Ich begrüße die Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Ich begrüße Herrn Peter Küspert, den Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs. Ich begrüße den Generalbundesanwalt Dr. Peter Frank. Ich begrüße den Innenminister Joachim Herrmann und den Justizminister Georg Eisenreich. Ich begrüße die Mitglieder des Bundestages, des Landtages und die Mitglieder des Münchner Stadtrats, an deren Spitze Bürgermeisterin Katrin Habenschaden und Bürgermeisterin Verena Dietl. Ich begrüße den Bundesopferbeauftragten Professor Dr. Edgar Franke. Ich begrüße den Landesbischof Professor Dr. Heinrich Bedford-Strohm. Begrüße Ulrich José und Herrn Rechtsanwalt Werner Dietrich. Ich begrüße alle anwesenden Münchner Ehrenbürger, die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, der Religionsgemeinschaften, von Wirtschaft und Handwerk, der Polizei, der Sicherheitskräfte, der Sozialverbände, der Gewerkschaften und Gäste aus dem Bereich der Kultur sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Leider kann das an die Veranstaltung anschließende geplante Treffen mit den Überlebenden wegen der aktuellen Corona-Lage in München nicht wie geplant stattfinden. Es wird aber, und das habe ich mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier auch vereinbart, nachgeholt, sobald es wieder möglich ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir gedenken heute der Getöteten des Oktoberfest-Attentats vom 26. September 1980, des schwersten rechtsterroristischen Anschlags in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir gedenken heute Gabriele Deutsch, Robert Gmeinwieser, Axel Hirsch, Markus Hölzel, Paul Lux, Ignaz Platzer, Ilona Platzer, Franz Schiele, Angela Schüttrigkeit und Errol Weir Hodge, Ernst Festner und Beate Werner. Und wir fühlen mit den Hinterbliebenen, den vielen Verletzten und den Angehörigen. Meine Damen und Herren, es ist gut, dass wir heute mit einer öffentlichen Gedenkveranstaltung an das Oktoberfest-Attentat von 1980 erinnern. Und es ist gut, dass heute vier Überlebende einen besonderen Anteil an unserem Gedenken haben werden. Außerdem ist es gut, dass wir den heutigen 40. Jahrestag des Terroranschlags zusammen mit dem Bundespräsidenten und dem bayerischen Ministerpräsidenten begehen. Gut ist auch, dass die Bundesanwaltschaft den Anschlag nun endlich klipp und klar als rechtsextremistisch motivierten Terror eingestuft hat. Damit hat sie all denjenigen Recht gegeben, die immer die These vom unpolitischen Anschlag hinterfragt haben. Gut ist schließlich auch, dass sich Bund, Land und Kommune endlich auf eine gemeinsame Solidarleistung geeinigt haben, die wir möglichst bald und möglichst unbürokratisch bereitstellen werden. Womit wir bei den Dingen werden, die überhaupt nicht gut waren und die auch nicht gut sind. So finde ich es enttäuschend und bedauerlich, dass die Hintergründe des Oktoberfest-Attentats trotz der intensiven und ernsthaften Ermittlungen der letzten Jahre im Zuge der Wiederaufnahme nicht mehr vollständig aufgeklärt werden konnten. Gerade für die Hinterbliebenen der Getöteten und die Verletzten des Bombenanschlags wäre es so wichtig gewesen, endlich Klarheit zu bekommen über die genauen Tathintergründe und mögliche Mittäter. Das ist leider nicht gelungen. Noch schwerer, finde ich, wiegt ein anderes Versäumnis, nämlich, dass man die Familien der Getöteten,
die Überlebenden und ihre Angehörigen jahrzehntelang in beschämender Weise allein gelassen hat mit ihren Verletzungen, allein gelassen hat mit ihren Schmerzen und ihren Traumata. Ihre Hilferufe hat man ignoriert, ihre Forderungen nach Unterstützung wurden oft genug abgelehnt und sie selbst sogar als Simulanten diffamiert. Das ist für einen Rechtsstaat völlig inakzeptabel und mehr noch einer humanen Gesellschaft absolut unwürdig. Auch, und das muss man deutlich sagen, auch von Seiten der Münchner Stadtpolitik und der städtischen Verwaltung gab es hier in der Vergangenheit durchaus Versäumnisse, die ich zutiefst bedauere und für die ich mich als Münchner Oberbürgermeister bei allen Betroffenen im Namen der Stadt ausdrücklich entschuldigen möchte. 4 Jahrzehnte nach dem Anschlag leiden viele der Überlebenden noch immer unter ihren schweren Verletzungen. Daran konnten lange Krankenhausaufenthalte ebenso wenig ändern wie unzählige Operationen und alle möglichen Rehabilitationsmaßnahmen. Aber es sind nicht nur physische Beeinträchtigungen, die viel von ihrer Lebensqualität genommen haben. Hinzu kommen psychische Belastungen, was die Verarbeitung dieser schrecklichen Ereignisse angeht. Dabei waren die Überlebenden des Anschlags und die Angehörigen von Verletzten und Todesopfern zumeist und sehr lang auf sich allein gestellt. Längst wissen wir, wie in solchen Fällen Maßnahmen der Krisenintervention und Notfallseelsorge helfen können. Aber sowas gab es nicht. So unsensibel und hartleibig Politik und Verwaltung in der Vergangenheit regelmäßig auf die Bedürfnisse der Überlebenden reagiert haben, so sehr bemühen wir uns inzwischen, eine spürbare Wende im Umgang mit den Betroffenen des Attentats zu vollziehen und zu einer angemessenen Erinnerungskultur zu gelangen, was übrigens auch die Gestaltung dieses Erinnerungsortes mit einschließt. Auch der hat lange Zeit nicht die gebührende Beachtung gefunden, wobei man sagen muss, dass sich die Ansprüche unserer Tage an einen würdigen und angemessenen Gedenkort freilich auch deutlich von denen der 80er Jahre unterscheiden. Darauf haben wir bereits einmal reagiert, und zwar mit der Weiterentwicklung der aus dem Jahr 1981 stammenden bronzenen Gedenkstele von Friedrich Koller um eine halbrunde durchlöcherte Stahlwand, das war im Jahr 2008. Sie sollte die verheerende Wucht der detonierenden Bombe symbolisieren und beim Betrachter Empathie auslösen oder zumindest eine Ahnung von den Verletzungen und Schmerzen der Anschlagsopfer vermitteln. Mit der neuen Dokumentation Oktoberfestattentat hier gegenüber, die wir heute offiziell eröffnen und der ich große öffentliche Resonanz wünsche, führen wir diese Neuausrichtung des Gedenkens fort. Lebensgroße und beleuchtete Silhouetten sollen an die mehr als 200 Betroffene des Attentats erinnern. Ergänzt wird der Ort um Bilder und Texte, die sich auch digital abrufen lassen und weiterführende Informationen liefern. Aber auch diese neue Dokumentation ist nur ein Teil unserer Bemühungen, aus den Versäumnissen der Vergangenheit zu lernen und dafür zu sorgen, dass die Geschichte dieses barbarischen Terrorakts noch fester im kollektiven Gedächtnis unserer Stadt verankert wird. Vor allem aber dürfen wir die Schicksale der Betroffenen und ihre mehr als berechtigten Wünsche nach Anerkennung ihres Leids niemals wieder aus den Augen verlieren. Im Prunkhof des Münchner Rathauses haben wir 2018 mit einer Gedenktafel einen weiteren Erinnerungsort geschaffen. Der dient nun ebenso unserem Anliegen, die Auseinandersetzung mit dem Attentat und seinen Folgen im öffentlichen Bewusstsein noch präsenter zu machen als diese Gedenkstätte hier. Und auch dazu, die Anteilnahme am Schicksal der Betroffenen mitten ins Herz der Stadt zu führen. Aber meine Damen und Herren, das Wichtigste ist für mich, anders als früher legen wir heute größten Wert darauf, dass die dafür notwendigen Entscheidungen und Realisierungsprozesse in enger Absprache mit den Überlebenden und wo immer möglich unter deren aktiven Beteiligung erfolgt. Das gilt für die Gedenktafel am Rathaus ebenso wie für die neue Dokumentation an der Theresienwiese. Denn was wir auf gar keinen Fall mehr wollen, dass über die Köpfe der Betroffenen hinweg Entscheidungen gefällt werden, die ihren Blick auf die Ereignisse und vor allem ihren Schmerz und ihre Trauer außer Acht lassen. Den Wunsch nach Austausch untereinander und einer Möglichkeit zur Mitgestaltung der städtischen Erinnerungsarbeit haben wir oft gehört und wir tragen ihnen seit geraumer Zeit auch selbstverständlich Rechnung.
Auch bei diesen Gesprächen ergab sich ein weiterer Blickwinkel, der den Betroffenen und Überlebenden sehr wichtig ist. Solidarität ihnen gegenüber ist nicht nur ein absolutes Gebot der Menschmenschlichkeit, sondern auch ein klarer gesamtgesellschaftlicher Auftrag, sich gegen jede Form von Rechtsextremismus, Rassismus oder Antisemitismus zu positionieren und zu engagieren. Denn diesen Kampf, meine Damen und Herren, werden wir nur dann gewinnen, wenn wir angesichts von Hetze, Hass und Terror der Gesellschaft als Gesellschaft fest zusammenstehen und die Leidtragenden von Verbrechen und Gewalt nicht alleine lassen. Für uns alle ist dies der Auftrag, ja die dauerhafte Verpflichtung, die Erinnerungsarbeit verantwortungsvoll fortzusetzen und den Kontakt zu den Überlebenden, Hinterbliebenen und Angehörigen des Oktoberfestattentats nie wieder abreißen zu lassen. Ich danke allen Beteiligten, insbesondere auch der Münchner DGB-Jugend, die die alljährliche Kundgebung hier am Mahnmal auch heuer wieder in Kooperation mit der Landeshauptstadt München organisiert hat. Allen Gästen der Veranstaltung, Ihnen allen, danke ich ganz herzlich für Ihr heutiges Kommen und für Ihre Unterstützung. Soweit also der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. Und es gibt ja eine Moderatorin für diese Veranstaltung, Frau Marion Bösker von Paukner, die uns jetzt durch die Reden führt. Überlebenden des Attentats. Ich möchte auf die Bühne bitten, Frau Gudrun Lang, Herr Robert Höckmeier, Renate Martinez und Dimitrios Lakadinos. Bitte kommen Sie aufs Podium. Ja, und jetzt gleich die Ansprachen der Überlebenden. Wenn man das alles nochmal nachliest, was die damals mitgemacht haben, unglaublich eigentlich. Robert Höckmeier zum Beispiel, heute 52 Jahre, er war damals 12 Jahre alt, ist 42 Mal operiert worden. Er hat noch immer Splitter in seinem Körper. Und er sagt, ich bin damals über den Platz gelaufen, aber ich habe meinen Körper nicht mehr gespürt. Um ihn sei ein Trümmerfeld mit menschlichen Körpern und zerfetzten Kleidungsstücken gewesen. Es sei ein einziges Horrorbild gewesen. Und er war ja mit seinen Geschwistern dort, hat praktisch fast die ganze Familie dort verloren. Oder zum Beispiel auch Dimitrios Lagakios. Damals war er 17 Jahre alt, er hat beide Beine verloren, sitzt deswegen im Rollstuhl. Also alle diese Schicksale sind ja mehrfach besprochen und auch beschrieben worden von ihnen selbst. Und es ist immer wieder unglaublich, wenn man das nachliest. Und sicherlich auch jetzt ganz interessant, was Sie denn jetzt heute zu dieser Veranstaltung sagen werden. Immerhin haben Sie alle zu erkennen gegeben, dass Sie sich sehr freuen, dass jetzt endlich diese Anerkennung da ist, auch seitens der Staatsanwaltschaft, dass es ein rechtsextremistischer Akt war. Sie haben sich auch über diesen Fonds gefreut. Mein Name ist Gudrun Lang. Zusammen mit drei weiteren Menschen stehe ich heute stellvertretend für einen Kreis engagierter Überlebenden des Oktoberfestattentates auf dieser Bühne. Wir widmen unsere gemeinsame Rede allen Todesopfern, Angehörigen und Überlebenden des Attentates sowie den Menschen, deren Hilfe wir damals wie heute erfahren haben. Ich spreche vor Ihnen an diesem Ort, der vor 40 Jahren für uns und über 200 weiteren Menschen zu einem Scheidepunkt, einer Straßengabelung für das Leben wurde, die wir nicht freiwillig betreten haben. Bei dem Bombenanschlag vom 26. September 1980 bin ich schwer verletzt worden und habe meine erste große Liebe verloren. In Trauer, aber auch liebevoller Erinnerung an Axel Hirsch bin ich mit seiner Mutter bis heute verbunden. Sie ist inzwischen 98 Jahre alt und kann leider nicht hier sein. Das Attentat zwang mich und viele andere zu einer neuen Wegführung, mit der ich mich erst nur schwerlich zurechtfand. Sie führte mich zunächst in ein tiefes Tal,
in dem ich die körperlichen und seelischen Wunden verarbeiten musste. Ich hatte Glück, indem ich Rückenstärkung durch Familie und Freunde erhielt. Dafür bin ich Ihnen von Herzen dankbar. Denn durch Sie habe ich die Erfahrung gemacht, dass es in tiefer Dunkelheit auch Licht gibt. Und wenn es nur ein schmaler Streifen am Horizont ist. Aber ich musste ihn entdecken, zulassen und auch festhalten und somit die Zukunft wieder in beide Hände nehmen. Auch den Mut aufbringen, mich darauf einzulassen. Es gibt nicht nur Zerstörung. Tief im Menschen liegt eine ungeheure Kraft zur Erneuerung, die durch Hoffnung genährt wird. Diese darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wir haben die Verantwortung für die nächste Generation. Dieses Attentat darf nicht in Vergessenheit geraten. Aus Zerstörung muss wieder etwas erwachsen. Nicht Hass, sondern die Hoffnung des Guten. Für viele von uns, die Angehörige und/oder Freunde verloren haben, heilt die Zeit keine Wunden. Hier stehen zu können, lindert aber den Schmerz. Indem wir hier nun einen würdigen Platz haben, der Raum zum Trauern gibt und der unsere Mitmenschen durch das Erzählen unserer Geschichten mitnimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Robert Heckmeier. Wir beginnen heute das Gedenken an das Oktoberfestattentat am 26. September vor genau 40 Jahren. Für viele ist dieser Jahrestag wichtig, um einmal im Jahr an die Toten des rechtsextremen Terrors zu gedenken. Diese Kultur des Erinnerns, auch ein starkes Signal einer wachsamen Gesellschaft, die deshalb jetzt einen neuen Gedenkort einweiht. Für uns Überlebende ist jeder Tag ein 26. September. Wir können vielleicht einiges verdrängen, doch vergessen können wir nicht. So habe ich zwei Geschwister direkt beim Anschlag verloren. 40 Jahre Gedenken, das ist für mich daher vor allem ein Denken an 40 Jahre ungelebtes Leben. Für uns Überlebende geht das Leben jedoch weiter, trotz aller Schmerzen. Doch dafür brauchen wir eine helfende Hand, die den Rückweg ins Leben erleichtert. Gerade in den vergangenen Jahren hat hier zum Glück endlich ein Umdenken im Umgang mit Überlebenden von Terrorakten begonnen. Trotzdem habe ich, so wie auch andere Betroffene, dann in der täglichen Praxis immer wieder mit Behörden zu kämpfen. Dabei sind klar geregelte Hilfen für Überlebende auch ein starkes Mittel einer wehrhaften Demokratie. Hilfsprogramme zeigen, dass eine Gesellschaft angesichts von Terror zusammensteht und die Leidtragenden solcher Verbrechen nicht alleine lässt. Schließlich haben auch Verletzte noch ein Potenzial und Kraft für das Leben danach. Das verdient Förderung. Denn innere Sicherheit ist Kernaufgabe staatlichen Handelns. Neben einem Gefühl von Sicherheit ist aber auch vor allem Gewissheit von Sicherheit entscheidend. So hatte ich all die Jahre immer nach dem Warum dieses Anschlags gefragt. Mit Ende der Ermittlungen der SOKO in diesem Jahr ist die für mich so wichtige Frage jetzt beantwortet. Das Attentat ist nun endlich offiziell als rechtsextrem eingestuft. Auch das Motiv ist geklärt. Dieser Anschlag sollte die Bundestagswahl 1980 beeinflussen. Wer aber diese Demokratie mit Gewalt und Bomben aushebeln will, wird scheitern. Auch das ist die Botschaft des Wiesn-Attentats und noch etwas wirkt über das Ende der Ermittlungen hinaus. Die Zusammenarbeit zwischen Bund, Länder und Behörden war im Kern erfolgreich. Dieses Beispiel sollte Schule machen und Reformen anstoßen. Allein Bayern verfügt jetzt über einen geschulten Pool an Polizeiexperten für Straftaten von rechts. Dieses Fachwissen sollte das LKA pflegen. Schließlich ist die Gefahr von rechts so groß wie nie. Dagegen müssen wir noch mehr tun.
denn wir leben zwar in einer stabilen Demokratie mit guten Gesetzen, doch sollte unser Anspruch und Ehrgeiz sein, daraus einen noch besseren demokratischen Rechtsstaat zu machen. So wollen wir einmal der nächsten Generation ein Land übergeben, das stark gegen Angriffe von Extremisten aufgestellt ist. Ich war damals als verletztes Kind lange auf mich allein gestellt. Ich möchte nicht, dass anderen in Zukunft so etwas Ähnliches noch einmal geschieht. Dafür einzutreten rechtfertigt jedes Engagement. Vielen Dank. Mein Name ist Renate Martinez. In der Nacht des rechtsextremen Terroranschlags war ich auf dem Heimweg, denn ich wollte tags darauf mit Freunden zum Bergsteigen gehen. Doch um 22.20 Uhr schleuderte die Bombe Splitter in meine Lunge, in meine Beine. Ich hatte Splitter im Kopf, ich hatte 1000 kleine Splitter am ganzen Körper. Gesundheitlich begann für mich in dieser Nacht ein harter Weg, der heute wieder umso schwerer wird. Den Wunsch, wieder laufen zu können, konnte ich mir nur durch meine Jugend, Ehrgeiz und hartes Training erfüllen. Doch 40 Jahre später wünsche ich mir Dinge, die vor dem Attentat normal und selbstverständlich waren, die vor allen Dingen meine persönliche Bewegungsfreiheit einschränken. Ich möchte endlich wieder auf einen Berg steigen, mit dem Radl um den Starnberger See fahren. Ich möchte einfach nur schmerzfrei 3 Stunden durch den Tierpark marschieren oder beschwingt tanzen. Ich möchte mich bei Urlaubsreisen nicht vorrangig um gesundheitliche Aspekte kümmern. Ich möchte spontan und ohne umständliche Vorbereitung in der Stadt shoppen gehen. Ich möchte es aushalten können, im Theater, Konzert oder in der Oper zu sitzen. Ich möchte die besten Museen und Galerien Europas besuchen. Ich möchte ohne wochenlange Reha und aufwendige Physiotherapie meine Zeit verplanen. So hätte ich noch viele Wünsche, die ich leider nicht mehr realisieren kann. Aber am allermeisten hätte ich mir gewünscht, dass die neuen Ermittlungen erfolgreich sind, dass die Täter verurteilt werden und im Knast landen, wo diese vielfachen Mörder längst hingehören. Ich wünsche mir, dass solche Verbrechen nie wieder geschehen. Gerade heute, wo die rechte Szene sich laut und breit macht, müssen wir die bis heute nicht restlos geklärten Hintergründe des Attentats als Warnung begreifen. Und auch deshalb haben wir als Überlebende des Attentats mit beigetragen zu einer Dokumentation hier am Ort des schwersten rechtsextremen Terroranschlags in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. So. Erstmal vielen Dank, dass Sie trotz der widrigen Umstände so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Dimitros Lakadinos. Zum Zeitpunkt des Attentats war ich 17 Jahre alt. Ich will heute daran erinnern, wie die Bombe mit ihrer ganzen Wucht auch die Menschen erfasst hat, die zwar selbst nicht vor Ort waren, aber deren Liebsten getötet oder verletzt wurden. Heute als Ehemann und Vater kann ich mir immer noch kaum vorstellen, wie meine Eltern das Attentat und die Zeit danach erlebt haben. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, aus meiner Erfahrung kann ich nur bezeugen, wie sehr sie gelitten haben und bis heute die Geschehnisse von damals nicht verarbeitet haben. Ich sehe, wie meine Mutter immer noch davon bewegt ist, wenn ich Dinge im Leben bewältige, die für mich zur Normalität geworden sind, und ihr aber dabei die Tränen in die Augen stehen. Dass ich gut ins Leben zurückgefunden habe, verdanke ich ihrer Kraft und Liebe. Meine Eltern hatten wie ich Menschen, die ihnen zur Seite gestanden sind. Besonders bedanken möchte ich mich auch im Namen zahlreicher Weiterüberlebender beim Weißen Ring.
bei den Ärztinnen und Ärzten, Pflege- und Rettungskräften, Feuerwehrleuten und allen anderen Helfenden. Ohne deren unermüdlichen Einsatz hätten wir die Hürden nicht genommen, die uns seit dem Attentat auferlegt wurden. Doch der Hauptgrund, warum wir hier sprechen, ist zu erinnern, für die Zukunft. Dazu gehört, die nächste Generation zu mahnen, was Gewalt und Extremismus zur Folge haben. Die Weltanschauung des Rechtsextremismus nährt sich aus Hass und Ausgrenzung und geht selten von Einzelnen aus, sondern ist organisiert und vernetzt. Gerade junge Menschen, die sich perspektivlos fühlen, stellen für solche Gruppierungen eine leichte Beute dar. Und dem müssen wir als Gesellschaft entschieden entgegentreten. Wir dürfen nicht zulassen, dass Rechtsextremismus unser Zusammenleben vergiftet und bei jungen Menschen Fuß fassen kann. Dazu mahnt uns die Erinnerung an das Oktoberfestattentat vom 26. September 1980. Zum Schluss würde ich mich gerne mit einem Appell an all die Menschen richten, die selbst gerade eine schwierige Zeit durchleben. Ja, und vielleicht kann ich als Beispiel vorangehen, indem ich sage, nehmt euer Leben in die Hand und richtet euren Blick nach vorn und stellt euch nicht die quälenden Fragen des Warum und Weshalb. Das schwächt euch nur. Denn das, was zählt, ist das Leben. Und glauben Sie mir eins, das Leben ist schön. Vielen Dank. Ja, soweit also jetzt die kurzen Ansprachen der vier Vielen Überlebenden, Dank. Gudrun Lang, Robert Töckmeier, Renate Martinez, Dimitrios Lagakinos. Und ein Satz ist bei mir da besonders hängen geblieben, als Herr Höckmeier gesagt hat, die letzten 40 Jahre wären für ihn ein ungelebtes Leben gewesen. Ich bitte nun auf die Bühne für die DGB-Jugend München, die Jugendvertretung des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Frau Pia Berndt. Und jetzt Pia Berndt von der DGB-Jugend. Man muss dazu wissen, dass die DGB-Jugend das Gedenken zum Jahrestag immer wieder aufrechterhalten hat, organisiert hat, dass es gemacht wird. Und deswegen für diesen Fall hier eine ganz besondere Bedeutung hat. Dauert ein bisschen. Ich sehe, da hinten ist Frau Berndt allerdings auf dem Weg. Übrigens, inzwischen hat es zum Regnen angefangen. Sie sehen das, die Leute haben Schirme aufgespannt und Regenjacken. Nicht das ideale Wetter für einen solchen Gedenkakt unter freiem Himmel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, das Oktoberfest-Attentat jährt sich heute zum 40. Mal. Wir als DGB-Jugend München veranstalten seit 38 Jahren an diesem Tag das Gedenken. Doch warum tun wir das? Wir, die heutige Gewerkschaftsjugend, waren 1980 alle noch nicht geboren. Wir gehören nicht zu den direkt Betroffenen des Attentats. Doch wir, die Gewerkschaftsjugend, verstehen uns als Antifaschistinnen und Antifaschisten. Schon aufgrund unserer eigenen Geschichte sehen wir es als unsere Pflicht, rechten Untrieben, egal wann und wo, entschlossen entgegenzutreten und für ein tolerantes und offenes Miteinander einzustehen. Dieses Selbstverständnis ist es auch, weshalb wir es für wichtig halten, an rechtsextreme Angriffe zu erinnern, damit diese niemals in Vergessenheit geraten, damit unsere Gesellschaft daraus lernen kann. Beim Oktoberfest-Attentat war das die letzten Jahrzehnte besonders wichtig. Es war wichtig, sich dafür einzusetzen, dass dieser feige Angriff auf uns alle nicht in Vergessenheit gerät. Sich dafür einzusetzen, dass das Attentat auch offiziell als rechter Terror bezeichnet wird. Wir und viele andere wussten seit 1980, dass Gundolf Köhler kein verwirrter Einzeltäter war. Wir wussten, es war ein gezieltes Attentat. Es war geplanter rechter Terror.
Nur das unermüdliche Gedenken, das Mahnen, die Initiativen und Aktionen vieler haben dazu geführt, dass im Dezember 2014 endlich die Ermittlungen wieder aufgenommen wurden. Unser Dank gilt allen, die uns dabei unterstützt haben. Denn jetzt endlich, nach 40 Jahren, kommt auch die Bundesanwaltschaft zu dem Schluss, dass das Motiv für das Oktoberfest-Attentat mit 12 Toten und über 200 Verletzten das schlimmste Attentat der deutschen Nachkriegsgeschichte nicht Liebeskummer der Täter war, sondern rechter Terror, mit dem er die Bundestagswahlen 1980 beeinflussen wollte. Aber das Ermittlungsergebnis bringt auch Enttäuschung mit sich. Die Ermittlungen wurden eingestellt, ohne dass die Mittäterinnen und Mittäter ermittelt werden konnten. Zu viele Beweise wurden im Laufe der Zeit vernichtet. Zu viele Daten sind verschwunden. Und so haben wir nicht die genauen Zusammenhänge und die Hintermänner erfahren. Es konnte nicht geklärt werden, welche Rolle die Wehrsportgruppe Hoffmann genau gespielt hat. Dort war Köhler aktiv und dort hat er sich mutmaßlich radikalisiert. Auch wird er vermutet, dass er dort seine Komplizen für das Attentat fand. Doch beweisen ließ sich das nicht mehr. Und so bleibt es unsere Pflicht, weiter jedes Jahr an diesem Tag hier zu stehen und an das schreckliche Attentat, seine Opfer und an die Überlebenden, die bis heute mit den Folgen leben müssen, zu erinnern und zu mahnen, dass unser Staat nicht auf dem rechten Auge blind sein darf. Denn das Oktoberfest-Attentat ist leider nicht das einzige rechtsextreme Attentat im Nachkriegsdeutschland. Wir müssen nicht lange nachdenken, damit uns andere Attentate einfallen. Ich möchte nur kurz den NSU, den Angriff auf die Synagoge in Halle, den Anschlag von Hanau und das Attentat am OEZ hier in München als Beispiel nennen. Und immer wieder begegnet uns dasselbe Muster von der Einzeltätertheorie. Es wird lieber vom verwirrten, oft auch psychisch kranken Einzeltäter gesprochen, als sich damit auseinanderzusetzen, wo sich die Täter radikalisiert haben, wie aus Worten Taten werden und welche Netzwerke dahinter standen. Denn dann müsste sich Deutschland damit auseinandersetzen, dass wir hier in diesem Land ein Problem mit Rechtsextremismus haben. Oft auch mit Verbindungen in den Verfassungsschutz und, wie man es leider aktuell sieht, auch zum Teil in die Polizei. Doch nur, wenn wir die Augen aufmachen und genau hinschauen, können wir rechtsextreme Strukturen erkennen und zerschlagen. Mit der Wiederaufnahme der Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat und dessen Anerkennung als rechter Terror wurde ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Nun müssen wir nur weiter in diese Richtung gehen und auch andere Anschläge wie den NSU restlos aufklären. Wir als DGB-Jugend München freuen uns sehr darüber, dieses Jahr unseren Bundespräsidenten Herrn Steinmeier bei uns begrüßen zu dürfen. Ebenso freut es uns, den bayerischen Ministerpräsidenten Herrn Söder hier begrüßen zu dürfen. Es ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Politik und die Gesellschaft die Betroffenen und die Überlebenden nicht vergessen haben. Außerdem bedanken wir uns bei der Landeshauptstadt München, deren Oberbürgermeister seit langem jedes Jahr persönlich an unserem Gedenken teilnehmen. Es ist grundsätzlich eine positive Entwicklung, dass unsere Gedenken in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erhalten hat. Keine einmalige Ehre bleibt, sondern wir sie alle auch in den nächsten Jahren auf dieser Veranstaltung begrüßen dürfen. Denn es ist unsere Pflicht gegenüber den Opfern, den Überlebenden und der Gesellschaft, dem Oktoberfest-Attentat zu gedenken, damit es niemals in Vergessenheit gerät. Ich darf Sie sich jetzt bitten, sich zu erheben für das Richten der Kranzschleifen. Ich darf nun den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und die vier Rednerinnen nacheinander zum stillen Gedenken nach vorne bitten. Ich
Ja, jetzt also die Kranzniederlegungen. In den Ansprachen waren ja einige Aspekte immer wiederholt worden, die sich quasi durchziehen. Vor allen Dingen, dass halt rechtsgerichteten Gedankengut immer engagiert entgegengetreten werden soll und dass ein solches Gedenken wie hier heute auch zumindest ein wenig den Schmerz lindern kann, hat einer gesagt. Froh sei man auch, dass das der rechtsextreme Hintergrund endlich auch anerkannt wird nach den letzten Untersuchungen eben und dass ein Umdenken auch in der Gesellschaft stattfindet. Und dann noch der Aspekt, dass das Geschehene eben niemals vergessen werden darf. Gerade eben ist noch gesagt worden, man erwartet dann auch, dass die Politiker in Zukunft zu solchen Gedenkveranstaltungen kommen. Denn der Bundespräsident ist ja heute zum ersten Mal da und auch ein bayerischer Ministerpräsident. Als dieser Gedenkakt hier geplant wurde, da gingen die Veranstalter ja noch davon aus, dass er während des Oktoberfestes stattfindet. Das hätte ja vom 19. September bis zum 4. Oktober dauern sollen. Aber bekanntlich wurde das Oktoberfest eben dann wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Und so befinden wir uns jetzt heute auf einer ziemlich leeren Theresienwiese in einem abgesperrten Areal hier. Eben auch deswegen nur geladene Gäste, weil Corona da nichts anderes zulässt. Und es regnet auch noch in Strömen. Aber das, was gesagt worden ist, hinterlässt sicherlich Spuren, gerade von den Überlebenden. Und wird auch weiterhin noch zum Nachdenken anregen. Und jetzt in aller Stille mal die Kranzniederlegungen. Da hinten sehen wir jetzt auch noch Dimitrios Lagatinos, auch einer der Überlebenden. Und der hat gesagt, das Leben ist schön. Das war dann auch eine versöhnliche Botschaft, die er auch so verstanden wissen wollte, dass bei allem Leid und bei allem Schmerz eben doch es auch weitergehen soll und kann. Und dass man deswegen auch diese Botschaft hier aussenden will von diesem Gedenkakt heute. Hier sehen wir im Vordergrund jetzt Landtagspräsidentin Ilse Aigner und hinter ihr den Ministerpräsidenten. Ilse Aigner hat sich ja auch mit diesem Thema Rechtsextremismus viel beschäftigt, auch dazu im Landtag schon Ansprachen gehalten. Und sie hat gesagt, das Oktoberfest-Attentat sei bis heute der schlimmste rechtsradikale Anschlag in Deutschland. Auch heute wollen Rechtsextreme, so Aigner, unsere Demokratie zerstören. Dem müssen wir uns als überzeugte Demokraten entschieden entgegenstellen. Denn Hass beginnt bereits mit den Worten. Und das sind wir nicht nur den Überlebenden schuldig, sondern allenthalben. Soweit Ilse Aigner in ihrer Stellungnahme zu diesem Gedenkakt heute. Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Frank-Walter Steinmeier, auf das Podium. Sie dürfen sich sehr gerne wieder setzen. Ja, und also jetzt die lange erwartete Rede des Bundespräsidenten. Wie gesagt, zum ersten Mal ist ein Bundespräsident bei einer solchen Gedenkveranstaltung hier dabei. Und ich denke, alle warten gespannt darauf, was er jetzt dazu sagen wird. Thank you.
Verehrte Angehörige der Opfer des Oktoberfestattentats und Überlebende, 4 Jahrzehnte sind seit dem Anschlag auf das Oktoberfest 1980 vergangen. Fast 2 Generationen und viel Geschichte liegen zwischen diesem 26. September und heute. Aus 2 deutschen Staaten ist inzwischen einer geworden. Nächste Woche werden wir schon 30 Jahre Einheit feiern. Ich will sagen, eine Ewigkeit scheint vergangen. Und doch ist uns dieser furchtbare Tag nah. Sein Schrecken ist uns allen wieder nah, gerade jetzt, nach dem Mord an Walter Lübcke, nach den Taten von Halle und Hanau. Aber vor allem für Sie, für die Opfer und Hinterbliebenen, bleibt dieser 26. September 1980 unendlich nah. Ein unauslöschbares Datum, ein tiefer Einschnitt, ein Schmerz, der nicht vergeht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand entkommt dem Schatten, den der Terror über ein Leben legt. Auf den Opfern, auf den Ermittlern, Politikern, Anwälten und Staatsanwälten, auf jedem von ihnen lasten die vergangenen 40 Jahre. In ganz besonderer Weise aber auf Ihnen, den überlebenden Opfern, den Angehörigen, die Kinder, Mütter oder Väter verloren haben. Wie soll ein 7-Jähriger das Bild seiner schwer verletzten Mutter vergessen? Den Eindruck der Hilflosigkeit, den sein Vater, den die Erwachsenen um ihn herum damals auf ihn machten. Wie sollte er den Feuerwehrmann vergessen, der mit ihm das Vaterunser beten wollte? Wie soll eine leidenschaftliche Bergsteigerin, der die Bombe Fuß und Rücken zerfetzte, vergessen, dass sie in den langen Jahren nach dem Attentat Berggipfel nur noch auf Fotos sah und stattdessen mühsam wieder laufen lernen musste? Und vor allem, wie leben die Mütter, Väter und Kinder weiter, deren Liebste ums Leben kam, in deren Leben eine Lücke gerissen wurde, die niemals zu schließen war, die den Schmerz um ihren Verlust tragen mussten und die Wut darüber, dass ihre Fragen unbeantwortet blieben. Fragen nämlich, wer ihnen diesen Schmerz zugefügt hat und warum. Meine Damen und Herren, ja, 40 Jahre später müssen wir beschämt eingestehen, viele Fragen sind offen geblieben. Fragen, die ein sorgfältiges Ermittlungsverfahren hätte beantworten müssen, die im ersten Anlauf aber nicht beantwortet wurden und im zweiten nicht mehr beantwortet werden konnten. Diese offene Wunde bleibt. Umso mehr sind wir heute in der Pflicht, den Überlebenden jenseits der strafrechtlichen Ermittlung beizustehen. Wie leben sie? Wie geht es ihnen heute? Wer lindert ihre Schmerzen? Wer hilft ihnen im Alltag? Auch diese Fragen wurden lange nicht gestellt oder blieben unbeantwortet. Sie waren Gegenstand jahrzehntelanger Auseinandersetzungen und Quelle vieler Enttäuschung und Verzweiflung bei den Angehörigen und Opfern. Ich bin deshalb froh und dankbar, dass die Betroffenen nach 40 Jahren nun über bisher Geleisteten hinaus eine finanzielle Unterstützung erhalten, auf die Sie schon so lange gewartet haben. Herr Oberbürgermeister, Sie haben es angesprochen, der Fonds in Höhe von 1,2 Millionen Euro, den der Bund, der Freistaat Bayern und die Landeshauptstadt München jetzt einrichten werden, ist ein spätes, aber ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit den Opfern. Sehr geehrte Damen und Herren, über die praktische Solidarität hinaus haben wir eine zweite Verpflichtung, die nämlich nicht zu vergessen, die Erinnerung wachzuhalten, gemeinsam zu trauern und zu gedenken. Und deshalb danke ich an erster Stelle Ihnen, den überlebenden Angehörigen der Opfer, von Herzen dafür, dass Sie heute hier sind, dass Sie zu uns und mit uns sprechen. Wir brauchen Ihr Wort und Ihr Zeugnis, wenn wir an die Opfer dieses Anschlags erinnern, an die Toten
wie an die Überlebenden. Ich danke der Stadt München und der Gewerkschaftsjugend, die diese und andere vorangegangene Gedenkveranstaltungen immer wieder möglich gemacht haben. Ich danke Ulrich Chaussy, der in den vergangenen 40 Jahren keine Ruhe gegeben hat, der sich nie mit den Widersprüchen zwischen Zeugenaussagen, Indizien, Ermittlungsergebnissen abfinden wollte und trotz aller Widrigkeiten weiter bohrte, weiter recherchierte. Mein Dank gilt Werner Dietrich, der als Vertreter der Nebenklage den Opfern eine Stimme gegeben, unermüdlich für eine Wiederaufnahme des Verfahrens gestritten und sie schließlich im dritten Anlauf auch erreicht hat. Ja, und ich danke auch dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und der bayerischen Staatsregierung dafür, dass sie diese Wiederaufnahme des Verfahrens unterstützt haben. Meine Damen und Herren, mein Dank geht Ihnen allen, weil Sie getan haben, was in Ihrer Macht steht, um den blinden Fleck des Geschehens auszuleuchten und zur Aufklärung der Hintergründe beizutragen. Die wiederaufgenommenen Ermittlungen konnten die offenen Fragen zwar nicht mehr beantworten, aber sie hat zu einer klaren Einordnung des Generalbundesanwaltes geführt, nämlich, dass der Anschlag auf das Oktoberfest 1980 ein rechtsterroristischer Anschlag war. Diese Erkenntnis macht einen Unterschied. Wie jede Erkenntnis macht sie uns freier, sie war notwendig und sie war ein Gewinn. Sie war ein Gewinn, denn die unzureichende Aufklärung dieser Terrortat, sie schmerzt nicht nur die Opfer von damals. Auch unser demokratisches Gemeinwesen, unser Rechtsstaat trägt eine Wunde davon und das bis heute. Die Verbindungen des Attentäters Gundolf Köhler zur rechtsradikalen Wehrsportgruppe Hoffmann waren schon 1980 bekannt. Nach der Wiederaufnahme des Ermittlungsverfahrens 2014 aber fehlten die Asservate für eine Beweisführung, etwa durch DNA-Anhaftungen. Es fehlten wichtige, vielleicht entscheidende Beweismittel. Eine Tatbeteiligung der Wehrsportgruppe Hoffmann oder anderer rechtsextremer Netzwerke konnte nicht mehr nachgewiesen werden. Nichtaufklärung, wo Aufklärung möglich und nötig gewesen wäre, ist unentschuldbar. Und ein Versagen, das das Vertrauen in Ermittlungsbehörden und Justiz berührt. Nie sollte sich in Deutschland Vergleichbares wiederholen. Diese Erkenntnis hätten wir uns doch zumindest alle gemeinsam als Lehre aus München gewünscht. Ein Wunsch, der sich nicht erfüllen sollte. 2011 erfuhren wir von der Mordserie des NSU. 10 Menschen waren aus rechtsextremistischen Motiven ermordet worden, ohne dass je ernsthaft in diese Richtung zuvor ermittelt worden war. Meine Damen und Herren, sind rechtsextreme Netzwerke in der Strafverfolgung zu selten wahr und noch weniger ernst genommen worden? Die Geschichte rechtsextremer Straftaten und Mordanschläge in unserem Land lässt 2 Antworten zu. Entweder hat sich die Erkenntnis, dass auch diese Attentäter ein Umfeld haben, in Netzwerke eingebunden sind oder sich von ihnen inspirieren lassen, erst spät, zu spät durchgesetzt. Oder, zweite Alternative, diese Erkenntnis wurde bewusst missachtet. Wenn wir den Opfern des Attentats vor 40 Jahren gerecht werden wollen, dann muss das Gedenken an sie auch ein Nachdenken über uns sein. Ein Nachdenken über Fehler, über Versäumnisse, über blinde Flecken bei der Aufklärung rechtsextremistischer Anschläge in der Vergangenheit. Zu diesem Nachdenken gehört es einfach dazu, zu fragen, ob es typische, sich wiederholende Defizite in der Strafverfolgung gab und möglicherweise immer noch gibt. Meine Damen und Herren, wir wissen, rechtsextremistische Netzwerke existieren. Die Mordserie des NSU hat Licht in diesen toten Winkel der Strafverfolgung gebracht. Sie hat auch im Urteil von Sicherheitsbehörden, sie hat gezeigt, dass Ermittlungen ins Leere laufen, wenn sie nicht, wie es sein sollte,
vorbehaltlos erfolgen, sondern von Befangenheit und Vorurteilen geleitet werden. Sie hat gezeigt, dass Opfer und Täter gar verwechselt werden, wenn Ermittler Ressentiments folgen. Sie hat gezeigt, dass Tatmuster und Hintergründe nicht erkannt werden, wenn Ermittlungsbehörden ihre Erkenntnisse nicht austauschen. Fehler wie diese können Strafverfolgung in ihr Gegenteil verkehren. Ja, sie gefährden den demokratischen Rechtsstaat. Deshalb müssen wir sie erkennen und korrigieren mit allem Nachdruck und mit aller Ernsthaftigkeit. Denn die Täter und Mittäter, die aus rassistischen, menschenverachtenden Motiven handeln, die Hass, Gewalt und Bomben einsetzen, die Serienmorde begehen, die ihre Opfer verhöhnen und die Verantwortung für ihre Taten leugnen, die haben ein Ziel. Und dieses Ziel sind wir alle. Es ist unser Gemeinwesen, die Gesellschaft, unsere freiheitliche Ordnung, eine Ordnung, die sie als System verhöhnen, die soll zerstört werden. Ihr Ziel ist es, uns alle das Fürchten zu lernen. In diesen Hinterhalt lassen wir uns nicht zwingen. Wir erkennen die Bedrohung und überwinden die Angst. Wir stehen zusammen, helfen den Opfern und den Hinterbliebenen, sich wieder sicher und aufgehoben zu fühlen, hier in unserer Mitte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, denke ich an den Herbst 1980, in dem der Anschlag auf das Oktoberfest verübt wurde. Dann erinnere ich mich auch an den Film von Margarete von Trotter, der nur wenig später in die Kinos kam, Die bleierne Zeit. Die Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer, das Drama um die entführte Lufthansa-Maschine Landshut, die Selbstmorde der führenden RAF-Mitglieder, alles das lag im Oktober 1980 gerade 3 Jahre zurück. Der deutsche Herbst, wie diese bedrückende Zeit im September und Oktober 1977 bis heute heißt, legte sich lange, lähmend und bleiern auf unser Land. In dieser aufgerauten Atmosphäre wurde 1980 ein neuer Bundestag gewählt. Wer diese Zeit miterlebt hat, wer sie noch in Erinnerung hat, erinnert sich an einen extrem polarisierten Wahlkampf, bestimmt von harten rhetorischen Zweikämpfen und einem bis aufs Äußerste gereizten politischen Klima. Die Kontrahenten hießen Franz Josef Strauß und Helmut Schmidt. 2 Männer, die politische Gegner waren und einander doch, wie wir heute wissen, achteten. Im Wahlkampf 1980 wäre niemand auf die Idee gekommen, dass ihre politische Gegnerschaft eines Tages in persönliche Wertschätzung münden würde. Die erbitterten Auseinandersetzungen, die sich Schmidt und Strauß in diesem Wahlkampf leisteten, noch mehr aber die Tumulte und Krawalle, die diesen Wahlkampf begleiteten, ließen eine solche Vorstellung nachgerade unmöglich erscheinen. Zu schroff schienen die Gegensätze, zu verletzend die Rhetorik, zu tief das Zerwürfnis zwischen den Personen, aber vor allen Dingen zwischen den Lagern. In dieser aufgeheizten, feindlichen Atmosphäre zündete der Attentäter vom 26. September 1980 die Bombe. 9 Tage vor dem Wahltermin. Auch 40 Jahre später dringen die Bilder aus dem Gedächtnis hervor. Das Chaos, die Schreie, das Blut, 12 Menschen ermordet, 213 verletzt. Viele von ihnen so schwer, dass sie tagelang in Münchner Krankenhäusern um ihr Leben rangen. Das Oktoberfest ging weiter. Es wurde nur am Tag der Trauerfeier für 24 Stunden unterbrochen. Die politischen Auseinandersetzungen aber ruhten nicht einmal für eine Stunde. Sie nahmen an Schärfe noch zu. Die verbliebenen Tage bis zur Bundestagswahl am 5. Oktober bestimmte dann zusätzlich der Parteienstreit um die politische Verantwortung für das Attentat, die Instrumentalisierung des Attentats im Wahlkampf in beide Richtungen. Beide Seiten wiesen einander eine Mitverantwortung für das Attentat zu und bedrohten sich mit Verleumdungsklagen.
Meine Damen und Herren, es ist diese Situation, die ich meine, wenn ich von Hinterhalt des Terrors spreche. Attentäter morden skrupellos, ihre Opfer sind ihnen nur Mittel zum Zweck. Der Zweck aber ist dann erreicht, wenn das Ziel der Zerstörung die politische Ordnung, nämlich die beabsichtigte Reaktion, zeigt. Das Ziel des rechtsextremistischen Terroranschlags vor 40 Jahren war genau das, was eintraf, dass Demokraten miteinander in Streit um die Verantwortung für den Terrorakt liegen, schlimmer noch, dass sie einander die Schuld dafür zuweisen. Dass dieser Streit die gegenseitigen Schuldzuweisungen jedenfalls unter den demokratischen Parteien unseres Landes überwunden ist, spricht für die demokratische Kultur und Zivilität unseres Landes. Ob die Lektion dauerhaft gelernt ist, ist offen. Das hängt davon ab, ob die demokratischen Parteien untereinander den wichtigen Unterschied zwischen Gegnerschaft und Kontroverse einerseits und Feindschaft, Hass und Verachtung andererseits auch in Zukunft respektieren. Kontroverse, auch scharfe Konfrontation, braucht jede Demokratie, das ja. Häme, Hass, Verachtung aber schaffen ein Klima, in dem einige sich zur Anwendung von Gewalt ermuntert sehen. Diese Bedrohung ist 40 Jahre nach München nicht kleiner geworden. Vor 3 Tagen habe ich in Berlin mit Angehörigen der Opfer der kaltblütigen Morde von Hanau gesprochen. In 2 Wochen jährt sich der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Halten wir deshalb die Erinnerung an München wach, auch an die Fehler, die gemacht worden sind. Nur wer seine Fehler kennt, wird sie auch korrigieren können. Denn auch für Hanau und Halle gilt, wir mögen die konkreten Täter kennen, aber das befreit uns eben nicht von der Verpflichtung, ihre Motive zu ergründen, ihr Umfeld zu ermitteln, ihre Netzwerke zu durchleuchten, all die, mit denen sie in Verbindung stehen. Wegschauen, meine Damen und Herren, ist nicht mehr erlaubt. Nicht nach dem Oktoberfestattentat, nicht nach dem NSU-Prozess, nicht nach den Drohschreiben von NSU 2.0, nicht nach den Waffenfunden und Feindeslisten sogenannter Prepper-Gruppen mit Verbindungen zu Reservisten der Bundeswehr und Angehörigen von Sicherheitsbehörden, nicht nach Aufdeckung einer rechtsextremen Chatgruppe innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Für mich ist klar, Alarmismus bringt uns nicht weiter. Aber Selbstberuhigung ist eine Gefahr. Es geht um die Integrität unserer rechtsstaatlichen Institutionen. Die müssen wir schützen, um der Zukunft unserer Demokratie willen. Ich vertraue unserer Polizei. Ich vertraue den vielen Beamtinnen und Beamten, die täglich für Recht und Demokratie einstehen und die stolz darauf sind, die Freiheit zu schützen. Viele habe ich getroffen. Viele habe ich gesprochen, ich weiß, was sie leisten. Die alle brauchen dieses Vertrauen und sie verdienen es. Feinde der Freiheit und der Demokratie dürfen in der Polizei nicht geduldet werden. Es muss jede Anstrengung unternommen werden, rechtsextreme Netzwerke zu enttarnen, wo es sie gibt. Die Polizeiführung und die politisch Verantwortlichen dürfen kein Klima dulden, in dem solche Netzwerke entstehen oder von anderen gedeckt werden. Das ist unser gemeinsames Interesse, aber ich bin überzeugt, es entspricht auch dem Willen der überwältigenden Mehrheit der Polizistinnen und Polizisten, dass ihr Ansehen und das in sie gesetzte Vertrauen nicht von Verfassungsfeinden in eigenen Reihen beschädigt wird. Zum Schluss, meine Damen und Herren, der Rechtsextremismus hat tiefe Wurzeln in unserer Gesellschaft, ja. Die Erinnerung an die vielen auch nach 1980 verübten rechtsextremistischen Terrortaten und an die große Zahl ihrer Opfer muss einen angemessenen Platz finden im kollektiven Gedächtnis unseres Landes. Der heutige Tag sollte uns Anlass sein, diese Erinnerung zu fördern und wachzuhalten.
Die rechtsterroristischen Mordtaten der vergangenen Jahrzehnte waren eben nicht das Werk von Verwirrten. Die Täter waren eingebunden in Netzwerke des Hasses und der Gewalt oder ließen sich von ihnen zu ihren Taten anstiften. Diese Netzwerke müssen wir aufspüren, wir müssen sie bekämpfen, noch entschiedener als bisher. Vielen Dank. Soweit die Rede des Bundespräsidenten. Wegschauen ist nicht mehr erlaubt, hat er ganz klar gesagt und auch immer wieder betont, dass das Nicht-Vergessen und das Wachsambleiben das Wichtigste sei, weil es eben nach wie vor rechtsextremistische Netzwerke gäbe in Deutschland und deswegen müsse alles getan werden, um mögliche Anschläge eben verhindern. Und das ginge eben auch nur dann, wenn überall alle, und das galt wirklich allen Bürgerinnen und Bürgern, hinschauen und wachsam sein, um möglicherweise rechtzeitig eingreifen zu können. Und jetzt die Rede des bayerischen Ministerpräsidenten. Liebe Angehörige, liebe Überlebende, werte Ehrengäste, Herr Bundespräsident, Herr Oberbürgermeister, viele, viele, die engagiert sind, danke auch an die DGB-Jugend. 40 Jahre nach dem Attentat. Entsetzen, Trauer bleiben. Die Zeit heilt alle Wunden, heißt es. Man kann das hier nicht bestätigen. Wir stehen hier heute am Eingang zur Wiesn, eigentlich ein Ort der Lebensfreude, ein weltweites Signal für bayerische Lebensart, für Gelassenheit, für Leben und Leben lassen, für Feiern und fröhlich sein. Und diese Wiesn wurde damals missbraucht. So wurde ein kurzer Moment, einige Sekunden, zu einer dauerhaften Erinnerung des Schreckens. Diese Nacht vom 26. November 1980 gehört zu den dunkelsten Momenten der deutschen Nachkriegsgeschichte. Niemand, meine Damen und Herren, von allen, die wir heute reden und erinnern, kann ermessen, was das für die Überlebenden und die Angehörigen wirklich bedeutet hat. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, die Sie vorhin gesprochen haben. So gut manche Rede geschrieben ist von Bundespräsidenten, Ministerpräsidenten, Oberbürgermeistern, Ihr Beitrag hat uns mehr bewegt denn je. Und wissen Sie, was mich persönlich auch beeindruckt hat? Neben dem Schmerz, den man gespürt hat, aber auch die Kraft, damit umzugehen, Lebensfreude zu vermitteln und auch dabei an andere zu denken. Nicht nur das eigene Schicksal zu reflektieren, sondern anderen Mut zu machen. Mein ganz persönliches Dankeschön dafür. Es hat mich sehr beeindruckt. Viele von Ihnen haben Angehörige verloren. Das Leben hat sich verändert. Die Verletzungen, die äußerlichen, die innen, die bleiben allen gegenüber. Die Bilder, die wir damals gesehen haben, verschwinden auch bei uns nie. Es ist gut und richtig und wichtig, dass wir heute ganz besonders gedenken, den Opfern, den Überlebenden, all denen, die damals verletzt wurden und bis heute verletzt sind. Wir verneigen uns vor all ihnen. Wir sagen ihnen auch, wir werden sie und wir werden diesen Tag nie vergessen. Insofern ist es gut, dass wir auch für die Opfer Entschädigung leisten. Der Bundespräsident sagte zu Recht, spät, sehr spät, hoffentlich nicht zu spät. Es ist ein wichtig gemeinsames Signal von Bund und Land und Stadt, genau diesen Weg zu beschreiten und voranzugehen. Aber natürlich bleiben Fragen offen und sind schwere Fehler gemacht worden. Schwere Fehler, die angesprochen wurden. Eigentlich ist es undenkbar, dass man so lange gebraucht hat zu ermitteln. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass solche Fehleinschätzungen gemacht wurden in diese Tat hinein. Es ist aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar. Und ich sage auch offen, und das sage ich als Ministerpräsident, Rechtsnachfolg aller anderen Ministerpräsidenten und auch für den Staat, für den Freistaat Bayern verantwortlich, es tut mir leid und ich entschuldige mich über die Fehler, die wohl in der Ermittlung, aber auch in der Einschätzung zu dieser Tat gemacht wurden. Denn heute wissen wir, und das ist zumindest ein kleines Signal, was der Hintergrund war, was das Motiv war und wie es einzuordnen ist. Und deswegen ergibt sich auch daraus aus dieser kleinen Gewissheit,
die nicht eine vollständige sein kann, aber auch ein ganz klarer Auftrag, nämlich gegen Extremismus und Hass, gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Ich sage das aus meiner ganz persönlich diesen tiefen Überzeugung. Unser Land hat sich da schon verändert. Die Art von Rechtsextremismus, die wir heute erleben, die Aggressivität, die zunehmende Gewalt, und zwar nicht nur die körperliche, sondern auch die geistige Gewalt, erschreckt, aber zwingt auch zum Handeln, und zwar zum entschlossenen Handeln. Nicht nur gegenüber denen, die Taten begehen, indem sie sie ausführen, sondern auch denen, die Taten vorbereiten, indem sie ein Klima schaffen, das andere dazu verleitet, so etwas zu tun. Netzwerke sind nämlich nicht nur diejenigen, die unmittelbar verbunden sind. Es gibt auch Netzwerke im Geiste. Und deswegen müssen wir gegen alte und neue Nazis, gegen Rechtsextreme eine klare Linie fahren. Ich möchte da auch als Ministerpräsident ein Schutzversprechen abgeben. Wir werden nicht zulassen, dass Extremismus, Hass, Antisemitismus, Rassismus geduldet, akzeptiert oder irgendwie unterschätzt werden, sondern werden wir uns mit ganzer Kraft dagegen stellen und politisch und gesellschaftlich dafür werben, Bündnisse zu schließen dagegen und sich für Freiheit, Toleranz einzusetzen, dafür zu werben und auch zu kämpfen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir haben, und eine Schuld, die wir gegenüber den Opfern von damals, den Angehörigen und den Überlebenden haben und die uns deswegen auch so wichtig ist, damit es sich nicht wiederholt. Es wurde angesprochen, das war kein Einzelfall, es war der Beginn einer langen Serie von Ereignissen. Wer Rechtsradikale unterschätzt, versündigt sich an der Demokratie. Ich jedenfalls will sagen, für unsere Stellen, der Innenminister ist erwähnt worden, unser bayerischer Justizminister ist da, sie alle stehen dafür für einen klaren Kurs gegen all diejenigen, die Rechtsextremismus hoffähig machen und möglicherweise unterstützen. Insofern, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute weint der Himmel an diesem Tag, vielleicht sehr passend sogar. Ich kann mich erinnern, dass ich als junger Bub, ich war damals 13, da völlig entsetzt war, dass die Wiesen, das Oktoberfest, ein Attentat, eigentlich unvorstellbar, dass sowas passieren kann. Und in der Tat, der Bundespräsident hat es gesagt, es ging dann irgendwie ganz schnell wieder irgendwie zur Tagesordnung über. Da war eine Wahl, da waren Debatten. Heute wissen wir, nach 40 Jahren wissen wir eigentlich, was das war und dass wir vielleicht eine Menge verschlafen haben in der Entwicklung. Deswegen umso mehr Respekt und Dankeschön an die Überlebenden. Respekt und Dankeschön für den unermüdlichen Kampf. Respekt und Dankeschön auch an diejenigen, die mitgeholfen haben, dies wieder aufzunehmen, zu ermitteln und eine neue Sichtweise auch darzustellen. Respekt und Dank auch an diejenigen, die eingestehen, dass es Fehler gegeben hat und dass man das heute anders sehen würde. Und Respekt und Dank auch dafür als Ermutigung, dass künftig ganz anders und viel entschlossener damit umgegangen wird. Das ist der Auftrag, den wir haben. Insofern noch einmal danke wirklich für Ihre tollen Reden. Danke für Ihr Statement und danke auch für die Bereitschaft, an uns und für uns heute zu sprechen. Sie sind da echt ein Vorbild. Herzlichen Dank. Wir werden Sie und wir werden es und wir werden die Opfer niemals vergessen. Sie bleiben im bayerischen Herzen eingebrannt. Ja, soweit also der bayerische Ministerpräsident, der sich auch nochmal entschuldigt hat dafür, dass damals 1980 eben so vieles schiefgelaufen ist. Das hat ja der Oberbürgermeister Reiter vorher auch schon gemacht und der Ministerpräsident nochmal explizit auch. Und er hat einen ganz bemerkenswerten Satz heute geprägt. Er hat gesagt, wer Rechtsradikale unterschätzt, der versündigt sich an der Demokratie. Das spielt eben auch darauf an, dass seinerzeit das offensichtlich ja unterschätzt worden ist und erst jetzt die Anerkennung eines rechtsextremistischen Terrorakts stattgefunden hat. Jetzt kommt nochmal der Oberbürgermeister und eröffnet dann die Dokumentation. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wir werden jetzt die Dokumentation eröffnen. Wir werden uns
den Gedenkort und die Dokumentation und die Texte, soweit es das Wetter noch zulässt, noch etwas anschauen. Ich will mich nochmal abschließend bei allen bedanken, bei allen Rednern, bei allen Rednerinnen, nochmal bei Ihnen für eine beeindruckende Rede und für ein beeindruckendes Statement für das Leben und dass das Leben weitergeht, selbst wenn es schlimmste Dinge für einen bereithält. Ansonsten darf ich dann die Veranstaltung für beendet erklären und wir gehen jetzt noch rüber und eröffnen den Gedenkort. Der Bundespräsident, der Ministerpräsident, meine Wenigkeit und Sie, soweit Sie das mitmachen wollen. Herzlichen Dank an alle, die heute da waren. Dankeschön, dass Sie bei diesem Wetter auch so lange ausgeharrt haben. Ich glaube, es war ein wichtiges, ein deutliches Signal, dass wir dem Rechtsterrorismus niemals nachgeben werden. Vielen Dank.